Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Volksvertreter, sehr geehrter Trepol, können Sie nicht erstmal die Türken in Ruhe lassen und sich an ihre eigene Nase fassen? Ich bin froh, dass ich jetzt nicht der Erste bin, der diese Empfehlung ausgesprochen hat in dieser Debatte. Eins kann man nämlich den türkischen Nationalisten nicht vorwerfen, dass sie hier in Deutschland aggressiv Räume für ihre Ideologie erobert haben. Nein, sie haben verlassene Räume vorgefunden, von Deutschen verlassene Räume, und diese nehmen sie für sich in Besitz. Sie alle kennen die Bilder von Merkel nach ihrem letzten Wahlsieg, wie sie die Deutschlandfahne wegschmeißt und ihr der Ekel im Gesicht geschrieben steht. Grüne urinieren darauf. Die Bilder gibt's doch. Rote können die Nationalfarben vom Hamburger Rathaus kaum ertragen. Diese Leere ist es, in die sich ein Meer von roten Halbmondfahnen zum Teil gigantischen Ausmaßes ergießt. Der überbordende türkische Nationalismus. Einen gewissen Schutz vor Nationalchauvinismus bietet ein gesunder Patriotismus, wie er in allen Ländern dieser Welt außer Deutschland selbstverständlich ist und wie er auch hierzulande selbstverständlich war. Noch in den 70er Jahren, Herr Dressel, plakatierte die SPD: Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Stellen Sie sich mal vor, Jugendliche würden hier in Hamburg eine solche Parole mit Straßenmalkreide aufs Pflaster schmieren, dann wäre aber der Staatsschutz aktiv. So, reden Sie doch mal mit Ausländern. Ich meine mit solchen, die seit Jahren hier leben und die zu einem rechtschaffenen Teil Deutschlands geworden sind. Von denen höre ich immer wieder: Wir kennen kein Volk, das sich selbst so hasst wie die Deutschen. Herr Trepol, was erwarten Sie denn eigentlich von den türkischen Nationalisten? Wir sind ein Volk, das nicht einmal die Selbstachtung und den Anstand aufbringt, der Toten eines Massakers mit einer Trauerfeier zu gedenken. Wie können Sie da erwarten, dass Fremde mit übersteigertem Selbstbewusstsein uns, die wir ja als Köterrasse bezeichnet werden dürfen, mit ihrer Zustimmung und die europäische Zivilisation achten? Herr Dr. Flocken, ganz ehrlich, wir sind alle etwas fassungslos über Ihre Wortwahl, über Ihre herbeigezogenen Vergleiche, über die vermeintlichen Fakten, die Sie hier in den Raum stellen. Also, und ich möchte Sie jetzt wirklich bitten, erstens zum Thema zu reden und zweitens an die parlamentarische Ordnung zu denken. Ansonsten entziehe ich Ihnen das Wort nämlich. Fahren Sie bitte fort. Sie haben noch 1:47. Hamburg sagt Nein, sagen Sie. Dieses Land gehört uns, sagen Sie. Hier gelten unsere Regeln, sagen Sie, hier ist Haltung gefragt, sagen Sie, und stampfen mit dem Fuß auf und tun so, als ob Sie nicht merken, dass Sie ausgelacht werden von denen, die genau wissen, dass das nur Lippenbekenntnisse sind, mit denen Sie das gutmütige Volk beruhigen wollen, zum Beispiel nach einem Pogrom. Wenn Sie das nicht glaubhaft vertreten können, glaubhafter jedenfalls als heute, dann wundern Sie sich doch nicht, dass andere kommen und sagen: Nein, das ist unser Land, hier gelten unsere Regeln. Und das sind dann die von Herrn Erdogan und aus dem Koran. Und bevor Sie, Herr Trepol, sich am deutschen Hass der Türken abrackern, dann kümmern Sie sich doch erstmal um Ihren eigenen deutschen Hass. Vielen Dank. Herr Dr. Flocken, ich habe mich noch einmal über Ihre Wortwahl in Ihrem Redebeitrag vorhin vergewissert. Und wegen Ihrer Äußerungen über die Bundeskanzlerin, die Grüne Partei, über Mitglieder dieses Hauses und insbesondere den Abgeordneten Trepol schließe ich Sie wegen einer gröblichen Verletzung der Ordnung des Hauses gemäß § 48 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung von der heutigen Sitzung aus. Bitte verlassen Sie den Sitzungssaal.